Wie jetzt? Hä, wie jetzt? Nee, da kommen wir doch jetzt her. Das ist der Schrein. Wir haben uns ja vorhin eine Rolle gesnackt. Ja, wie jetzt? Ja, wie jetzt? Jetzt warte mal. Wie haben wir das da? Die führen uns zu einem Schrein. Wollen doch mal sehen. Könnt ihr... wieso sind die so schnell? Da. Da. Nach unten. Jawohl. Ah, ja. Da will ich hin. Guck mal, guck mal. Was haben wir denn hier? Oh, Rauchbomben. Nice. Speichern wir hier. Ich wusste das doch. Irgendwie war hier doch irgendwas noch. Wir brauchen doch eine Blume, nicht? Ja. In diesem uralten Schrein schlummert eine geheime Kuji-Magie. Du musst ein Windröschen als Opfergabe darauf ablegen, um ihn zu aktivieren. Und außerdem ist hier auch eine Statue. 7 von 8. Eine fehlt noch. Jetzt Blume rein. Ryzen! Okay. Und Alex. Ach krass. Ich habe Kirby gespielt. Das war... Das wundert mich nicht. Das neue Kirby. Ich habe es ja leider noch nicht. Ist zwar auf meiner Wunschliste, aber ich habe es leider noch nicht. Es soll ja fantastisch sein, ne? Aber ich freue mich drauf, wenn wir das irgendwann mal spielen. Aber alt ja nicht. Wir haben ja noch ein paar andere Spiele. Wir haben auch noch ein paar andere Kirby-Spiele. Alt ja nicht. Tornado. Er erzeugt einen wirbelnden Tornado, der Gegner für kurze Zeit in die Luft schleudert, um sie dann wieder auszuspucken. Hä? Zeig mal. Oh, süß. Cool. Stürmisch. Schönes Ding. So, jetzt fehlt nur noch eine Statue. Die finden wir auch noch, oder? Leute, das wäre ja gelacht. Weiter geht's. Da geht's jetzt wahrscheinlich hinten wieder runter, ne? Oh mein Gott. Uiuiui. Genau. Hier geht's wieder raus. Richtig. Aber wo ist die letzte Statue dann? Oh Mann, oh, es hängt immer an einer. Ja, doch. Hey, sag mal, Spiel, bitte. Wie oft möchtest du mir Tutorials geben? Ich frag für einen Freund. Pilz. Aha. Ach so. Haben wir hier schon mal auf diesem Vorsprung, aber hier ist eh nichts. War hier was? Erstmal hier wieder hoch. Bitte danke. Oder? Oder hast du nicht das neue Kirby gespielt? Welches Kirby hast du denn gespielt? Sind wir wieder hier? Mann, immer. Okay, alle Tiere befreit, immerhin. Nee, uns fehlen schon wieder ein paar Pflanzen. Wir haben alle Münzen. Es fehlt noch eine Statue. Mann, oh! Wo denn? Immer voll blöd, ey. Kamera. Können wir was kaufen bei dir? Sag mal. Guck mal, die da. Kostet 40. Oh, was ist denn los mit dir? Machen wir.
Rezept gekauft. Leb wohl, Ninja. Das ganze Land betet. Ja, ja. Du bist hier stets. Also schon das Neue. Sehr schön. Das war mega toll. Hast du schon durchgespielt, oder? Ach so. Okay. Oh Mann. Wo ist es? Wo ist das Letzte? Wo ist sie? Ich guck mal kurz. Also. Oh nein, also doch im Dorf. Hä? Scheiße. Ich hatte es schon so im Gefühl so. Im Dorf. Wir müssen den ganzen Bums zurück. Also doch. War doch eigentlich klar, dass was im Dorf versteckt ist. Oh mein Gott. Hä? Scheiße. Ach nö. Ach nö, ach nö, ach nö. Das gibt's doch nicht. Ich muss mich noch besser umschauen, ganz ehrlich. So eine Scheiße. Ach, na so, das ist ja großartig. Das ist am Anfang des Levels jetzt. Na, großartig. Was wie vorhin? Natürlich zu 100%. Boah, krass. Direkt schon 100%. Sehr schön, sehr schön. Und was sagst du? Bestes Kirby-Spiel ever, oder? Was sagst du? Wie funktioniert, wie ist Kirby so in seinem ersten 3D-Abenteuer? Nein! Oh mein Gott, jetzt laufe ich auch noch. Hey, großartig! Ich bin genau richtig gelaufen, weiterspielen. Bin so doof! Also, wie komme ich denn komplett zurück jetzt bitte? Oh je. Ich glaube, ein Level würde ich dann heute noch machen. 3 Stunden. 9 Uhr. Ja, genau. Ja. Obwohl. Eigentlich wollte ich um 9 Uhr Schluss machen sogar. Mal schauen. Wir kommen hier dann gleich rein. Das sind auch wieder 8. Den ganzen Bums zurück. Na, großartig. Bestes Kirby-Spiel für die Switch. Mir fehlen nur noch ein paar Kleinigkeiten. Die Bären. Außer es wäre jetzt zu großer Spoiler, weiß nicht. Aber bestes Kirby für die Switch? Ja gut, okay. Ja gut. Da, was war das? Wie hieß es davor? Star Allies, oder? War ja wohl schon süß, aber wohl auch gar nicht mal so gut. Okay, kannst du nur nicht sagen. Okay. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt schon. Moment. Genau. Haben wir dann jetzt auch beide. Genau, bla bla. Eigentlich alles jetzt, außer eben irgendwie noch Pflänzchen. Und halt eben jetzt die blöde Statue, die ganz am Anfang des Levels ist. Natürlich. Weißt du? Toll. Ich hätte jede verpassen können. Je natürlich die erste. Die sind zum Glück nicht zu groß, die Level. Das geht ja relativ zügig. Relativ. Wobei. Doch, jetzt sind wir da. Hier dann irgendwo, oder? Nein, noch weiter zurück. Scheiße. Doch größer als gedacht. Hä, hey, was ist denn? Das ist ja wirklich. Das war alles ein Level? Wait. Oh, manchmal empfiehlt es bestimmt. Das empfehlen irgendwie alle. Von dem, was ich schon mitbekommen habe, ist es ein wirklich, wirklich, wirklich grandioses Kirby-Spiel. So, aua! Scheiße!
würde mich sehr überraschen, wenn gerade Maima es nicht empfehlen würde. So, hier irgendwo ist es. Da. Um Gottes Willen, schaut euch das an. Ist das nicht fies? Ist das nicht fies? Wir müssen uns besser umschauen, Leute. So, 8 von 8. Jetzt. Das ist das Wichtigste. Den Rest brauchen wir nicht unbedingt auf 100%. Aber die Statuen, Leute. Ja? Und die Tiere. Und die Tiere. Sehr wichtig. Ja, so werden wir alles zurückrennen. Woo. Such ein neues Spiel für Elion. Ach so. Hattest du nicht allzu kurz um das geholt? Oder bin ich irgendwie blöd? Habe ich da was falsch mitbekommen? Keine Ahnung. Aber ja, da geht ja Kirby immer, oder? Gerade solche Spielchen. So Kirby. Yoshi eigentlich auch. Eigentlich ziemlich perfekt immer für Jüngere. So, wie so ein kleiner Waldspaziergang jetzt einfach. War schön auch mit dem Bambus. So, jetzt haben wir's. Weiter geht's. Machen wir noch ein Level? Weiß nicht. Ich weiß nicht. Ach so. Ich spiele die ganze Zeit mit deiner Switch-Pokémon Diamant. Ah. Ich dachte es mir fast. Ich habe es ja schon gesehen, dass du on bist mit Diamant. Aber irgendwie hatte ich schon das Gefühl, das bist nicht du. Faszinierend. Ich höre nur noch Pokémon hier und Pokémon da. Ja, hä? Ist doch nicht schlimm, oder wie? Was beschwerst du dich? Naja, wobei Pokémon schwierig, heutzutage schwierig. Aber an sich ist Pokémon ja eine tolle Marke. Eine tolle Marke. An sich. So. Boah, ist der Weg weit. Wir haben es gleich. Für mich gibt es nur die ersten 150 Pokémon, danach ignoriere ich alles. Warum? Ich habe auch nur Rot, Blau, Gelb gespielt. Es ist immer wieder interessant, auf solche Leute zu stoßen, die wirklich nur die erste Gen gespielt haben. Und es sind echt immer überraschend viele. Auch Mew? Wegen 151, sehr schön. Nicht das schöne Mew, ja? Wie kam es, dass du nur die ersten gespielt hast und danach nie wieder? Das finde ich dann nämlich immer sehr spannend, das zu fragen, weil, ja, ne, bei Pokémon existiert ja schon so lange und so weiter. Und vor allem, dass dann auch meist die, so viele einfach wirklich nur die ersten gespielt haben und dann einfach aufgehört haben. Die schön, es ist echt schade dann, dass dann echt viele auch Gold, Silber und Kristall nicht dann direkt erlebt haben. Mega schade. Gerade die Edition mit 2 Regionen, 16 Orden, Johto, Kanto. Entschuldigung. Sehr schade. Drum immer sehr spannend zu fragen, was da los ist. Ist lange her, bin zu alt. Ja gut, heute vielleicht. Aber schade eigentlich. Zu alt gibt es eigentlich echt nicht. Das stimmt schon auch irgendwo bei Pokémon. Keine Ahnung, ich weiß nicht. Es geht eigentlich irgendwie immer. Nur hat es halt an Qualität nachgelassen. Das ist ein anderes Thema. Aber sehr interessant. Sehr interessant. Spielst du dann noch Pokémon Go wenigstens? Auch ganz spannend. Bist du da wieder eingestiegen? Da kenne ich, wenn man so sich so umhört, extrem viele sind, haben bei, wie du, nur die erste Gen gespielt, sind aber dann mit Pokémon Go wieder eingestiegen. Ich spiele auch noch Pokémon Go. Relativ regelmäßig sogar. Erst heute wieder reingeguckt. Seit Release nehme ich sie immer wieder irgendwie in die Hand. So, jetzt erstmal Level beenden. Jawohl. Nice. Dann würde ich mal sagen, schauen wir mal rein, nächstes Level.